So, ich zeige euch jetzt, wie ich für die Baskenmütze die Zunahmen stricke. Hier habe ich schon zwei Umschläge gestrickt in der Vorrunde. Die kann man hier sehen. Das war nach der vierten Masche. Und nun in dieser Runde werde ich die verschränkten Maschen zeigen. Das heißt, die Umschläge werde ich als verschränkte Maschen abstricken. Jetzt kommt der Umschlag und nun stricken wir nicht vorne rein, sondern hier hinten rein. Das heißt, von rechts nach links durchstechen. Da holen wir den Faden, ziehen ihn durch. Da ist hier vorne ein Kreuz zu sehen und abziehen. Das war die verschränkte Masche. Jetzt stricken wir weiter rechte Maschen, bis wir zur nächsten rechts verschränkten Masche kommen. Da ist der Umschlag und den stricken wir wieder rechts ab, von hinten. Hier ist das Kreuz zu sehen, abziehen und fertig. In diesem Strickstück ist die Hinreihe links gestrickt. In dieser Reihe machen wir dann die Umschläge. Zeige ich euch mal eben. Das heißt, erst stricken wir 5 Maschen links und dann einen Umschlag. Wieder 5. Und einen Umschlag. Die nächste wäre der Umschlag nach der 6., weil dann bildet sich hier so eine schöne Linie, so eine schöne Kante.